Moin zusammen, eine neue Runde Satisfactory. Ja, erstmal, warte. Freitag der 13. 5 Uhr frühs. So, ich bin gerade auf dem Weg, gerade was holen. Das ist die Experimental. Seht ihr noch da oben, was ihr bitte beachten sollt? Die Nummer, die ihr da hinzählt. Early Access 136629. Die ist jetzt nicht mehr dieselbe Version wie auf der Early Access. Also, das ist die Experimental. Wenn man so will, das ist Version, wenn ich das gerade richtig gelesen habe, 3.6.6. In dieser Version ist jetzt schon der Conveyor Belt Patch drin. Das habt ihr im Early Access noch nicht, also in der Stable. Ich nenne sie mal Stable. Ne? Ich hole mal gerade hier irgendwelche Platten. Das heißt, euer Safe Game, wenn ihr jetzt wieder hin und her hüpft, hat nicht dieselbe Version mehr zwischen Early Access und Experimental. Da müsst ihr bitte drauf achten. Ja? Da ist jetzt da, bis gestern konnte man jetzt noch damit spielen, also so selbe Version ist das gewesen, jetzt nicht mehr. Ne? Also bitte beachten. Conveyor Belt Patch, also Förderband Patch, da geht es eigentlich um den Netcode, der da drin ist, Verbesserung, Übertragung, was weiß ich, eigentlich überwiegend na, Multiplayer, aber wichtig ist, es ist nicht mehr derselbe Spielstand. Ja, mir ist also jetzt wieder in der Experimental weiter als in der Early Access. Dann kommt noch demnächst der Engine Patch, da muss man aufpassen. Der ist dann wohl ein bisschen heftiger, der kann auch viele Bugs beinhalten und da muss man mal gucken, wie das dann funktioniert. Und das sehen wir dann. So, ich hole jetzt gerade mal Sven, falls ihr mal auf was achtet, was euch auffällt. Gleich, wir gehen gleich da hinten nochmal zum Lift. Mal gucken, ob ihr es erratet, bevor ich es euch sage. Wie viel brauchen wir denn da circa? Ach komm, ich nehme mal alles. Ist ja jetzt nur ein bisschen Baudings, keine Maschinen oder so. Na, ich latsche jetzt mal dahin, wir gehen hier hoch. Ja, vielleicht fällt euch ja auf, was sich hier geändert hat. Wenn ich da hochgehe, vielleicht noch mehr. Ja, also Engine Patch kommt. So, falls ihr es gesehen habt, gestern, am 12.11., gestern war der 12.11., hat der Producer von Coffee Stain ein Video veröffentlicht zum Stand von Satisfactory. Was ist wo geplant? Ja? So, hier, guckt mal. Hä? Ha? Ist der schon immer da durchgeflogen? Das wäre mir jetzt neu, dass der durchs Gebäude verliegt. Das ist ja der Grund, warum da hinten, da komme ich jetzt nicht hoch, da ist ja dieser kleine Turm, wo der Zement drin gemacht wird, nicht höher ist, weil der fliegt genau da drüber. Ist der schon immer da durchgeflogen? Das... Ja. Mal gucken. So, ich gehe mal hier vor Ort. Ja, ihr seht, das Gebäude ist weiß. Eigentlich ist alles weiß. Bis auf das, was nicht weiß war oder nicht die Standardfarbe gehabt hat und eine andere gehabt hat. Genau, außer die Züge natürlich. Ja. Farbspiele und mehr Gläser. Ja. Das habe ich jetzt hier noch schnell gemacht. Ja, also, der Producer hat losgelassen. Einige Sachen. Eins ist unklar. Er hat sich auch zur Version 1.0 geäußert. 1.0 kommt ja die Story. Ne? Ja, hast du kein Ding? Ja, doch, hat er. 1.0 bekommt ja die Story. Wann die da irgendwann kommen wird, ja, nichts Genaues weiß man nicht. So, ich komme mal hier ran, weil ich es gerade gesehen habe. Da ist nämlich eine Festplatte drin, genau. Plastik, geil. Brauchen wir die für irgendwas mal später? Ne, ich nehme mal hier lieber die da. Ich nehme mal lieber das. Wir haben noch zwei. Bitte. Und, ja, die bekommt also die Story. Wird vorher nicht kommen. Ich bin mal gespannt, ob sie die Story im Early, im Experimental später auch zeigen werden. Oder ob die wirklich dann in die 1.0 einfach so kommt, damit man sie vorher nicht leaken kann. Ja, dann hat er sich auch zu Update 4 geäußert. Jetzt ist die Frage... In dem Stream, damals haben die gesagt, kommt Ende des Jahres, wahrscheinlich Ende Dezember, in die Experimental. Hat der Producer gestern von der Experimental gesprochen oder von der Early Access? Update 3 war damals knapp 2 Monate in der Experimental, bevor es in die Early Access kam. Ziemlich lange. Und er hat nämlich gesagt, Update 4 kommt im ersten Quartal 2021 und nicht im Januar. Ja, meint er damit Experimental oder Early Access?
meine Experimental Byte, dann ist das schon wieder eine Verschiebung. Das ist dann doch schon noch ein Stück. Das ist dann jetzt hier anderthalb, mindestens 2,5 Monate, eher 3, ab jetzt. Wenn er damit die Stable meint und die kommt noch Ende des Jahres in die Experimental, dann ist das gut. Was ist denn da jetzt wieder? Da ist wahrscheinlich eine Foundation. Ne? Das ist jetzt halt so eine Sache. Finde ich nicht gut. So, wie macht man das jetzt eigentlich hier? Warte mal. Da könnten wir... ich mache mal das hier. Ich will das mal... Warte mal. Fundamente. Ich will mal hier... Da sollst du nicht hin. Du sollst da oben drauf snappen. Wir machen das mal anders. Wir machen das mal so mit abwärts... Einserband. Die hat ja zum Glück keine Kollisionsabfrage. Was ist das wieder hier? Nee, nicht obendrauf. Also mit dem Ding könnte ich natürlich jetzt das Ding auch zumachen, ne? Bis da hinten hin. Ich will aber was ganz anderes machen. Ich muss das Ding halt mal da hinsetzen, damit ich's... Oh, nee, jetzt doch jetzt da. War's doch eben. Hier, hier. Hier war es doch eben. So. Und jetzt will ich hier das... So. Mann. Lass mal gucken. Ich brauche mal hier... da geht's schon nicht. Mist. Kriegen wir es dann so hin? Warte mal. Ich will mal so machen. Wenn wir hier die Wände... Das. Und dann oben. Also da geht's ja nicht. Wie sieht denn das aus? Mal kurz hier hin machen und kurz da hin machen. So könnten wir es eigentlich lassen, ne? Ja, also, also jetzt nochmal ein Quartal warten. Die sollen das nicht so lang ziehen, ne? Also, kann natürlich jetzt auch darauf hindeuten, dass sie jetzt hier diesen Fluid-Patch gemacht haben, weil sie doch schon auch wissen, bis Quartal 1 mindestens. Also ich hoffe doch sehr, der meint damit die Stable. Ja, und nicht die Experimental mit Quartal 1, aber das wäre natürlich sehr schade, weil dann kommt dieses Jahr kein Content mehr. Ja, da glaube ich auch irgendwie gesagt, ne? Das nächste im Patch ist der Engine Patch auf der Experimental. Da muss man jetzt mal gucken. Also ich finde es dann ein bisschen scheiße. Ich kann dann da... Wir haben in dem Mods-Spielstand, was brauchen wir? Ja, wir haben den Arc-Reaktor noch. Und natürlich den 100 Milestone-Mod, der später, den muss ich mal weiter vorantreiben, der später so viel Material braucht, dass man da ganze neue Produktionsanlagen bauen muss. Definitiv, weil der ja auch neues Material bringt. Aber da müssen wir mal gucken, was wir da machen, ne? Müssen wir mal gucken. Jetzt machen wir erstmal das hier fertig. So, dass wir beide Spielstände vorbereitet haben. Was den Lift betrifft. Man sollte es von außen, glaube ich, beobachten. Wäre das besser, ne? Oh. Nein, wo habe ich denn den jetzt wieder hingesetzt? Ich hului. Sind hier irgendwelche Viecher, die hier nicht hingehören? Oh, oh. Nein, da muss ja das andere hin, ich Idiot. Da müssen noch die anderen Wände hin. Nicht die Glasdinger. Da müssen die hin. Die müssen dahin. Da unten bitte hin. Da. Ja, die Wände sind jetzt auch, wie ihr das hier seht, automatisch weiß, wenn ich sie hinsetze. So viele Monate, dass ich das halt einfach einstelle. Also ich habe es ja gewusst, ich habe es noch nicht gemacht. dass man das so machen kann. Ihr müsst dann einfach, jetzt habe ich es nicht mehr in der Hand, in der Farbpatrone oben links. Ja, wenn man die Farbe einstellt, oben links, das ist die Standard.
die Standardfarbe. Die macht er dann immer. Und die habe ich halt auch auf weiß gestellt, ne? Dann ändert die aber auch alle bestehenden Gebäude, die natürlich auf diesem Farbfeld sind, ab, ne? Das war aber normal. Das ist, deswegen ist das jetzt alles fast weiß. Das will ich hier so. So. So, ja, und ihr so, Freitag der 13. heute. Ich muss halt wieder arbeiten. Und morgen auch am Samstag. Bäh. Wieder um. Wann ist Anfang? 5 Uhr, schlag mich tot. Ist Anfang morgen. So. Ja, na gut, wenigstens habe ich noch Arbeit, ne? Und keine Kurzarbeit. Zack. Dafür bescheidene Uhrzeiten oft. Ja, wie zum Beispiel auch dieses Jahr haben wir schon bekannt gegeben worden. Freitag, sage ich schon. Hä? Was habe ich jetzt hier wieder gemacht für einen Mist? Das hat wahrscheinlich eins oben dran gesnappt. Ja, klar. Ach, Mann. Dann wegmachen. Dieses Jahr dann auch wieder wie letztes Jahr und vorletztes Jahr. Weihnachten und Neujahr. Aber naja. Ist halt so. Scheiße, wie kriege ich denn den jetzt da unten dran gesnappt? Wenn wir es so machen. Geht das so? Der ist nämlich da unten dran. Das habe ich mal irgendwann gemacht. Nee, da muss ich hier eine Foundation machen. Eine 1er Foundation, die ich da dran klatsche. Da unten. Dann kann ich die nehmen. Und dann geht das. Ja, dann ist die dran. Die untere lasse ich nochmal dran. Ich muss die andere Seite hier auch machen. Kann man gleich machen. Es gab Patches hier. Kommt jetzt wieder irgendwelche Viecher? Die sind auf jeden Fall, das sind auf dieser Seite hier definitiv Spinnen, wenn es dunkel wird. Ja. So. Heute dürfte auch noch eine Folge Frischen Architekt kommen. Ich muss mal gucken. Ich werde mal was vorbereiten für Dezember, was noch ein anderes Spiel betrifft, aber dann vorproduzieren. Das heißt für den ganzen Dezember. Allerdings brauche ich dafür auch Zeit. Und zwar dann jede Folge ja, das will ich nicht. Wie habe ich das jetzt eben gemacht? Verdammte Axt. Jede Folge einmal. Jede Folge nicht einmal, sondern jede Folge. Jeden Tag eine Folge. So rum. Und mal so gucken, dass man das so, dass der das so hier hin snappt. Ist ja wieder so ein Ding. Ja, heute ist allgemeines Bauen. Ja. So. Jawohl, endlich. Okay. Ein bisschen tricksen, dann funktioniert das. Ja, ich bin ein bisschen, also wie gesagt, ich bin ein bisschen, ja, also wenn die jetzt wieder so, die warten zu lang. Ich meine, das ist ihnen selbst aufgefallen. Sonst hätten sie den Flutpatch nicht gemacht. Ja, aber ich sag's mal jetzt so, ne? Der hat MK2-Rohre gebracht. Und einen Packer. Der man noch nicht mal gezwungen ist, irgendwas umzubauen. Wir brauchen nicht. Neue Verpackungsanlagen kommen dann halt nur mit dem und es besteht keine Notwendigkeit, aktuell die Rohren abzugraden. Warum? Also für mich, meine ich. Ne? Deswegen, ich habe den Patch halt installiert, das Fenster ist verkehrt rum. Allerdings, mehr brauche ich auch nicht. Ne? So. Hey, hörst du mal auf, dich ständig so hinzudrehen? So. Und so. Das machen wir jetzt gleich. Da habe ich da hinten eigentlich schon eine Leiter hingemacht, damit ich auch da oben reinkomme. Ich habe nämlich hier in diesem Ding keinen Aufzug drin. Oder ähnliches, wie ich es im Mod-Spielstand habe. So. Und du noch nach außen hier. Ich wollte gerade sagen, hier macht das nach außen. Jetzt macht das wieder nicht nach außen. Oh. Und so. Deckel meiner her drauf. Doch, da ist sie. Ja, leider kann man ja bauen. Da ist sie. Da ist sie. Hier. Hoch hier. So, was haben wir denn jetzt? 5 Uhr. Schlag mich tot. Ja, noch ein bisschen Zeit. Wie lange? 14 Minuten. 10 Minuten können wir noch. Ja, 10 Minuten können wir noch. So.
Das ist unten schon angeschlossen. Haben wir denn hier die vier Dinger schon? Da sind sie. Das kommt schon gerade zu Ende. Ah ja, auf dem einen war ja. Ja. Auf dem einen hatten wir ja beide Gegenstände. Das machen wir jetzt hier. Hier habe ich schon getestet. Der Container passt da nicht drauf. Also der will nicht. Ne? Der will nicht. Warte mal, Organisation. Hier. Der will nicht. Der macht nicht genügend Freiraum wegen dem Ding hier. Muss er eigentlich eins nach vorne. Wir machen das am blödesten. Ja, oder halt. Warte mal, ich muss noch mal gucken. Jetzt denke ich fest. Ach, hier. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wenn ich mir so ruhig, wenn ich nachdenke. Ich gehe mal hier außen rum. Hier hinten. Zack. Da. Und auf der Seite, ne? Da ist doch hier das, das Zeug. Ja. Links und rechts. Links und rechts. Ausblick. Das ist übrigens die weiteste Sichtweite. Da hinten hat er nicht geladen. Da seht ihr das. Weiter kann man nicht gucken. Ja, also Ultra oder wie die Sichtweite heißt im Setup. So. Mal gucken. Das muss ja da irgendwie raus. Ich will ja nicht durch die Scheiben raus. Und zwar so, dass das hier einigermaßen nach was aussieht. Das ist eine 1er Foundation. Mal gucken. Aber ich muss das Zeug da auch rauskriegen. Ne? Also wenn man jetzt so macht, gehen wir wieder hinten hin. So, stellt hier oben einen Container drauf, der da nicht drauf passt. Der passt drauf. Jetzt müssen wir mal zum Peilen, ne? Also zum Gucken. Ach, Mann. Echt. So, warte. Stell ich mal hier hin. Hier geht es auf jeden Fall hoch. Kriege ich hier noch irgendwas raus? Komm mal her, passt du hier rum? Hup, tut er. Tut er. Wenn ich jetzt hier... Ich mach mal, pass mal auf. Noch so ein hinstell. Wisst ihr, was ich meine? Aber im Kreis halt. Und zwar so rum. Steht da richtig? Das ist, glaube ich, eins zu weit, ne? Der müsste eins... Ja, komm her. Also der ist schon so schräg. Das ist schon richtig. Kriege ich dich hier noch? Ja. Jetzt ist er wieder eins zu weit vorne, ne? Oh, warte mal. So, ne? Ich will gucken halt. Der kippt durch. Garantiert siehst du den von außen. Hier auch einen Ausgang gebaut. So, ich will mal gucken, wie das hier aussieht. Warte mal. Gehen wir hier hoch. 73 Sprit habe ich noch. Ja, pass auf. Und dann den dritten dahin, so dass der drei flache... Geht da wirklich keiner oben drüber? Drei flache Container hat. Der drei hier... Muss ich mal sein fallen lassen. Ich will mal gerade gucken, der klippt definitiv durch. Wir gehen mal hier außen rum. Der muss ja hier sein, hier irgendwo, warte mal.
Ja. Scheiße. Das sieht dann immer aus, wisst ihr, was das ist? Das ist eine Foundation, die ein Stück, also die so gemacht ist, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Wenn ich das so mache hier, pass mal auf, wenn ihr das macht, hier das, ja, dann ist das ja hier hinter der Glasscheibe. Die kann man ja da sehen. Man kann ja da durchkommen. Man verdeckt das Stück. Das ist genau das. Das da. Das könnten sie auch mal irgendwann beheben. Wenn man die da oben drüber machen würde, so dass die da oben drauf steht, ne? Also so, dann habt ihr das natürlich. Ach so, das habe ich so ein Ding jetzt hier gemacht. Ja, egal. Also wenn man das so machen würde, dann ist das natürlich nicht der Fall, ne? Von Weitem sieht das bestimmt dann scheiße aus. Muss man mal so sagen. Aber wir machen jetzt mal diese drei Stücke da schnell hin. Ich muss mal gucken, wann muss ich los? Ja, noch habe ich ein paar Minuten. Noch habe ich ein paar Minuten. So, warte mal. Warte mal, ich muss mal hier gerade. Ich habe schon. Bevor ich los muss, was ihr hier alles mitkriegt, ne? Den Firmenlaptop an. Der ist mit VPN verbunden. Und wenn. Da bin ich. Auf Standby, ja, da ist er. Passt, ne? Wenn man da länger auf Standby ist, dann lockt er einem aus. Das ist doof. Ne? Weil er nämlich ewig braucht, bis man sich überall wieder eingeloggt hat. So, warte mal, jetzt machen wir das so. Und brauche ich aber die Schräge hier. Genau den brauche ich. Nein, den. So, stelle ich mir das vor. Und jetzt machen wir da den Container hin. Das ist halt jetzt die Planung. In der nächsten Folge machen wir es dann fertig. Und zwar. Ja, toll. Das ist wieder eine doofe Planung. Der kommt zwar hier hoch, das ist überhaupt kein Thema. Geht da raus, geht da. Und dann der. Wie sieht denn das von der Optik aus, wenn man das dann so macht? Pass mal auf. Und hier rein. Entschuldigung. Der steht weiter weg, eins, ne? Der. Ja. Müssen wir den auch mal wegmachen, eins. So. So. So steht der. Da hinten müsste es noch gehen. So. Ja, jetzt pass mal auf. Raus. Rein. Zack. Jawohl. Oder? Und dann hier geht's irgendwie. Hier geht er bestimmt nicht mit. Ja, doch. Ich test's halt. So, passt. So. Und dann machen wir die Sue. 5er Band. Ja, da ist jetzt so ein Dings. Das macht nichts. Da müssen wir jetzt hier so sowas hinsetzen. Hier. So. So. Und so. Na? Da ist es jetzt das, wo da ein Stück falsches Material drauf ist, oder ist es das? Das ist jetzt erstmal egal. Hier, funktioniert doch. Ich brauche hier bei dieser Geschwindigkeit, was das Ding produziert, brauche ich überhaupt kein 5er Band. Geht doch. Warte mal, von hier oben. Ja, und dann tue ich noch. Ja, so machen wir. Warte mal, wir machen erstmal hier. Definitiv machen wir da. Dann machen wir ein Glasfundament. Zack, damit man das so sieht. Boom. So machen wir das. Genau. Und dann ist hier 3, da kann man da wahrscheinlich noch was machen. Wir könnten das. Ja, so machen wir das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und falls euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Oder einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht einen Daumen nach runter. Und lasst kein Abo da. Oben rechts ist übrigens die Playlist verlinkt. Bis dann, ciao, ciao.